Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Junge Menschen dazu motivieren und befähigen, eine Freundschaft mit Jesus zu leben, die sich in ihrem täglichen Leben auswirkt. Dieses Ziel haben sich die Veranstalter von Teen Street auf die Fahne geschrieben. Auf die Beine gestellt wird der jährlich stattfindende Kongress für Teenager in Kooperation mit Kirchengemeinden und Jugendgruppen. Bis zu 4000 Jugendliche aus 40 Nationen treffen sich, um in Gemeinschaft Jesus besser kennenzulernen und Gott anzubeten. Noch bis zum morgigen Freitag findet der Kongress auf dem Messegelände in Offenburg statt. Was die 13 bis 17 Jahre alten Teilnehmer erwartet, erläutert der Europadirektor von Teen Street, Matthias Vögelin. Unser Wunsch ist es, dass Teenager aus ganz Europa hierher kommen, aber mit einer neuen Familie nach Hause zurückkehren. Und deswegen Kleingruppen, und die werden in Ländern aufgeteilt und 5 bis 7 Teenager, jeweils ein Coach, gehen durch die ganze Woche als ganze Gruppe. Für die Organisatoren von Teen Street ist klar, für Jugendliche sei es wichtig, mit der christlichen Botschaft in Berührung zu kommen. Davon profitieren würden aber nicht nur sie selbst. Idealerweise hat das eine Ewigkeitsperspektive für dieselben Teenager, die zum Glauben kommen, aber auch für die Menschen um sie herum. Wenn wir der Gesellschaft heute biblische Werte weitergeben können, und das durch Teenager, dann wird das unsere Gesellschaft positiv verändern. Als Gefangene des Monats August 2024 haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, kurz IGFM, und IDEA die iranische Christin Mina Khatchavi Romi benannt. Sie rufen dazu auf, sich für die 60-jährige Konvertitin einzusetzen. Die ehemalige Muslima wurde im Juni 2020 erstmalig festgenommen und 2 Jahre später vom Revolutionsgericht in Teheran zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie habe nach Auffassung des Gerichts die nationale Sicherheit durch Werbung für den christlichen Glauben und die Gründung einer Hauskirche gefährdet. Die IGFM und IDEA bitten in Briefen an den neuen Präsidenten des Iran, Masoud Pezeshkian, für Khatchavis Freilassung einzutreten. Verbunden damit ist die Bitte, für die Christin zu beten. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.